Ja, hallo und herzlich willkommen bei Männerküche.com, eurem Grillshop in Karlsruhe. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den brandneuen Campinggas Dual Heat oder wie ich sage Dual Heat. Was so besonders an diesem Grill ist, das erkläre ich euch jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß dabei. Und zwar, wenn wir den Deckel mal öffnen, dann sehen wir hier dieses Trennblech. Das gleiche Blech sitzt auch hier unten im Grillkorpus. Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich den Deckel jetzt schließe, man sieht, das Blech geht mit, wie gesagt, unten ist schon eins. Wenn der Deckel jetzt komplett geschlossen ist, dann habe ich hier drin zwei voneinander unabhängige Grillkammern. Das heißt, ich kann hier die Temperatur auf 200 Grad hochfahren, ich kann hier die Temperatur auf 150 Grad haben. Ich habe also zwei getrennte Grillkammern. Ist eine ganz gute Idee, funktioniert auch. Ich durfte selber schon bei Campinggas auf dem Grill auch grillen. Das funktioniert tatsächlich. Wir hatten dann hier auf dieser Seite 150 Grad. Hier haben wir dann was angebraten bei 200 Grad. Funktioniert einwandfrei. Wenn ich doch die ganze Grillfläche als eine Grillkammer, als eine Grillzone nutzen möchte, kann ich dieses Blech auch ganz einfach rausmachen. Das ist einfach nur ein Schraubverschluss. Hier unten geht das genauso. Dann habe ich hier eine große Grillfläche mit vier Brennern. Ansonsten habe ich quasi 2x2 Brenner. Ich habe hier auch noch den modularen Grillrost. Das heißt, ich kann hier einen Pizzastein einsetzen, ein Hähnchenbräter, einen Wok, Paella-Pfanne. Ich könnte diesen Rost auch nachkaufen und hier einsetzen, dann hätte ich diesen zweimal. Ansonsten hat der Grill wie gehabt das Reinigungssystem von Campinggas, das heißt, ich kann das gesamte Innenleben, also Brennerabdeckung, die Grillwanne hier, das kann ich alles in Einzelteile rausnehmen, geht ganz einfach, das habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, und kann das alles in der Spülmaschine reinigen. Ich kann auch diesen Warmhalterrost rausnehmen, der hier bleibt drin. Finde ich ganz geschickt gelöst. Das heißt, ich kann hier ein Hähnchen braten und kann hier immer noch den Warmhalterrost nutzen. Ansonsten gehört noch das Campinggas Bluetooth Thermometer zum Lieferumfang des Grills. Das liegt hier gratis dabei. Der Deckel dann von oben aus mit den zwei Deckelthermometern. Hier habe ich dann noch die Seitenkochstelle, wie auch bei den anderen Campinggas Master Grills. Schaut er dann nochmal in seiner ganzen Pracht aus. Also ich habe vier Brenner. Ich habe die Seitenkochstelle, ich habe zwei unabhängige Grillzonen, zwei unabhängige Grillkammern, wenn ich denn möchte. Es ist ein Bluetooth-Thermometer gleich im Lieferumfang mit dabei. Ich habe das Cleaning-System, womit ich, wie gesagt, alles in der Spülmaschine reinigen kann, das gesamte Innenleben. Es sind Gussroster dabei, einer davon ist ein modularer Gussrost, das heißt Pizzastein und so weiter kann ich da reinsetzen. Ich habe zwei getrennte Warmhalteroste. In den Grill selber, in den Schrank, darf eine 5 Kilo Gasflasche. Ich habe die beleuchteten Bedienelemente, das heißt der Brenner, der in Betrieb ist, dessen Regler leuchtet eben blau. Ja, alles in allem finde ich, ist das eigentlich ein clever durchdachtes System mit dieser Trennung. Ist eigentlich ganz simpel gelöst, funktioniert aber. Wenn man bedenkt, welche Features ich bekomme, gerade mit dem InstaClean-System, das heißt, ich kann hier das gesamte Innenleben, den gesamten Grillkorpus innen drin, die Brennabdeckung, einfach alles in die Spülmaschine reinpacken. Ein Grillthermometer, ein Bluetooth-Thermometer ist gratis dabei. Ich habe diese beleuchteten Bedienelemente. Die Brenner haben 3 Jahre Garantie. Ich habe relativ viel Grillfläche, ich habe einen modularen Grillrost. Das alles für 849 Euro finde ich eigentlich recht preiswert. Wie gesagt, ich finde es eigentlich clever durchdacht. Auch das mit den geteilten Warmhalterosten gefällt mir ganz gut. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zu dem Grill oder was wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich versuche es dann zu beantworten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.